Stadt Dietling sind Freunde, die wir hier an der Stadt tun. Kulturell unheimlich attraktiv und sportlich führen allem am Basket und am Fußball ganz viel bei. Eine Stadt, die es gepackt hat, sich ein neues Bild zu gehen. Auch nur das Schmelzen. Fällt euch irgendwas Bestimmtes bei Dietlinger, bei richtigen Dietlinger ab? Ma, die richtigen Dietlinger kann ich sagen. Die haben Dietling gern, sie freundlich Leute. Wir schätzen gerne, man nicht mehr kennen, als alle gut. Jeder ist jetzt schmeuer. Ich brauche die Männer, die schon den Nachshorn gehen, schon auch die Lebensallerweise gehen, schon auch das direkt von der Lunge auf die Zunge gehen. Ich meine, das geht nicht hier rund um den Brei. Dietling, eine Stadt. Sind Anwohner, wie finden Sie sich heute wohl? Wir haben nur gefragt. Daniel Initti, ein Pultprodukt von Dietling. Können Sie das so sagen? Ja, das kann ich so sagen. Ich so noch immer, wenn ich von Dietling fortgehe, dann gehe ich von Lützburg fort. Das heißt, wenn ich zu Lützburg bleibe, dann bleibe ich zu Dietling. Aber nein, und sehr nicht. Wie lange sind Sie da schon heute zu Dietling? Ich bin seit kleinem Heißen hier geboren. Ich auch. Ganz relaxen Eindruck, Mädel. Du kannst ja nicht sagen, dass die Pulgro hoher durch Dietling kommen. Merci für die Pulgro hoher, sind der Welt schon mehr gegeben. Auf jeden Fall wird das erste Mal im Alter zu dienen, weil mein Vater ist heute zu dienen, wo ich mich da sind. Wir haben gerade vor, dass du in Dietling, dass du sich irgendwie nach einem Dorf geblieben hast. Das ist ein bisschen heimlich. Und auf der anderen Seite haben wir aber ein bisschen den Flair von einer großen Stadt. Die Lebendigkeit, Dynamik. Ihr seid bekannt am LG und ich studiere selber an der Geografie. Mir wird nie erwähnt, dass ihr von Dietling kommt. Ich ernähre dich für Dietlinger Wurzeln. Also das aber nur ganz schon nicht. Also ich bin immens stolz, in Dietlinger zu sehen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass ich das mal irgendwann gesucht habe. Ich bin auch mal der Schei Italien gekommen und der hat nicht gemerkt, dass ich von Dietling soll sein. Hier sind wir ja nicht irgendwo, oder? Nein, hier sind wir an der Blumenstraße und das ist meine Großmama hier zu Hause und das war meine Eltern hier zu Hause. Und hier haben wir immens viel gespielt, auch am Garten. Wir hatten eine große Garten. Die Straße hier war ein bisschen ernst früher, weil die Leute hatten alle gut so viel Forges gelernt. Und die Zeit an den 60er Jahren, da haben die Leute sich mich abgemacht, sind die Forges gelernt, sind überall verschwunden. Die Straße sind mir breit gemacht, leider, weil da noch mehr Verkehr mit sich gebracht hat. Mein Hof hat verbieten wir nur, dass ich meine Brille zu tun. Wie wohl fühlen sich die verschiedenen Generationen das heute zu Dietling? Ich meine, wenn ich gucke, werden sie so ein bisschen so, besonders die, die neu beikommen auf Dietling, die können ja vergleichen mit anderen Ortschaften und nicht einen Eindruck, die auf jeden Fall mit Deutsch schwätzen, dass die Milch so und hier will man eigentlich nicht mehr fort. Es sind so viele Leute, die nicht gleich, damit die ganze Zeit auf uns kommen. Da kriegen all die Jahre andere Stoße kriegen. Da sitzen zwar die Leute auf der Terrasse, Die letzten 6 Jahre sind wir um rund 1000 Einwohner netto herabgegangen, ohne dass die großen Leute Zement dabei kommen wären. Ich meine, dass das also klappt für die Jungen, dass ein Lissi steht, dass oben so viel ist, Gemengungen sind auch viel Konzerne im Vereinsleben, weil die Menschen aktiv sind. Und Sport sind wir eigentlich eh von denen Besten. Neben so einer Statue wie dieser sieht man ein bisschen mickrig aus. Wie erklärt ihr seine Kunst? Ja, die Kunst kommt dadurch, dass das heute eine Stadt ist, die von der Stahlindustrie stark geprägt war, wo so Männer wie die hier umwirkt waren. Die müssen viel arbeiten, hart arbeiten. Und das hier ist, was die nennt, sozialistischer Realismus, der ein bisschen dann herumspiegelt, wie es hier war. Das ist eine Stadt, die auch geprägt ist von dem gewerkschaftlichen Movement, wo sich gestritten für Congé zu kriegen, all die Akquisitionen, die wir heute tun. Und ich meine, der Mann hier, den symbolisiert ein bisschen die Volontät, einfach durchzukommen. Sie sind ganz gut abgeholt von meinen Opern, ganz vielleicht viele Italiener noch an meiner Straße, die ganz froh waren, dass sie mal in Kanada waren. Für mich die Schule, das war die mädchen Schule hier und die Seite war die junge Schule. Wir waren strikt getrennt. Und da sind noch Gerüchte, die mit der Verbindung. Der Geruch von Bohnenwachs an den Schulen vermischt mit der warmen Milch, die man dann zu trinken kriegen. Das sind so Souveniren, das ist auch ein bisschen der Mief gewesen von der Zeit. Eine alte Arbeitskolonie, die Alphasat, allgerigen Rollhüden, was hält ihr davon? Ja, das tut denn das eisen Patrimoine architektural. Die Häuser sind von der Arbeit für die Arbeiter gebaut, nicht weil sie schrecklich frei waren und die Arbeiter wollten Häuser bauen, sondern weil sie sich interessiert haben für die Gesundheit und für das Leben von den Leuten. Weil ihnen die gesund ist und den anständig Fund und gute Konditionen, die schaffen doch gut.
Eine Lebensqualität wie an dieser Straße von den vielen Karten heute zu Diddling. Ja, sicher. Und ich habe mich auch heute nicht so direkt drin gekannt. Das lange hier, dass ich an dieser Straße war. Und heute sind wir immer gekommen, wenn wir so echt Geheimnisse hatten, auch mit den Jungen aus der Straße. Heute an dieser Straße habe ich meinen ersten Kuss gekriegt. Die Jungen aus der Straße, die hatten noch Geheimnisse, die sie die Mädchen nie mitgeholt haben, bis wir herausgefunden haben, dass sie erstens ein Gewühl hatten an einem Bootzimmer. Hinter einem Heck, wo ganz schön Mädchen werden, steckt mir alle, war, wie mir heute sich geboren hat. Was hält ihr dann so von den Diddlinger Mädchen? Also... Ja, Zipo, Flotta dabei, Heinz, da muss ich mal gucken und so. Ja, das ist ganz okay. Aber wenn ich gut siehst, ja, und da kann ich ihn ganz schön erfahren. Wir stehen heute beim Weiher, klär dich so. Ja, das heute sind die freien Kielweiheren von der Schmelz. Und die hatten aber auch noch eine andere Bedeutung, weil heute sind meine Eltern an Schwamm gekommen. Heute zu Dillingen steht ein neuer Quartier. Fährt er gering Seel oder freut sie sich? Man freut sich, weil hier geschieht etwas, was mir ganz gut fanden als gering. Das nämlich Frischen, die alle Industriefrischen, die gehen hier genutzt. Fährt er nicht, dass das verseucht ist? Ja, doch, hier sind Probleme mit Verseuchung, weil hier leiden ja an Produkte, die nicht richtig entsorgt sind seinerzeit. Hauptsächlich aus der Gießerei. Und ich habe noch festgestellt bei einer Sicherung, dass wirklich Probleme da sind. Und dass das auch muss berücksichtigt werden bei der Bebauung von dem Terrain. Ein bisschen mehr Sorgen möchte, weil ich auch so, dass das einfach zu Diddlingen rundherum nicht mehr so viele Arbeitsplätze sind wie früher, das heißt als Aktivbevölkerung. Die ist einfach nicht mehr so stark vertreten, wie das nach für Jahrzehnten der Fall ist, wie die Schmelz noch voll funktioniert wird. Meint ihr dann, dass in nächster Zukunft heute zu Diddlingen ein Arbeit geben sollen? Ja, das ist gut möglich. Also, es hängt davon ab, was ich arbeiten will. Weil, zum Beispiel, wenn ich ein Mechaniker will, gehen den Audi oder den Topel oder selber in der Jugend als Edukator. Also, ich habe viele Chancen, eine Arbeit zu kriegen. Aber wenn ich noch ganz gut siehst, an der anderen Seite möglich, hier eine Arbeit zu finden. Da siehst du schon lange hier. Welchen Platz gefällt dir dann hier am besten? Was mir am besten gefällt, ist zum Beispiel hier im Jugendhaus beim Monopoler Park. Der Monopoler Park selber an der Fußballsterre, wo ich all das verbringen, weil ich all das Training habe. Denn, dass die Leute hier auch den öffentlichen Transport benutzen. Und das ist in einem Jahr noch viel sozial. Braucht die Länge noch viel sozial? Selbstverständlich. Ich bin ja nicht lange am Office Sozial und ich wundere mich, wie viele Demonte kommen von Leuten, die tatsächlich nicht genug Suchen haben, für dezent leben zu können. Sie brauchen Suchen, für sich Essen zu kaufen. Sie brauchen Suchen, für können zu heizen daheim. Sie brauchen am Fungal tappert und allen anderen Ecken. Und wir sehen, dass unser Sozialstaat nicht immer funktioniert, sobald Leute wirklich krank gehen, Depressionen kriegen, Alkoholprobleme kriegen. Da geht es immens schwierig, darum rauszukommen. Und da kommen die Menschen noch viel sozial an. Wir haben ganz paternädisch. Ist das heute dein Lieblingsplatz? Ja, das ist mein Lieblingsplatz und mein Lieblingshaus hier zu Diddling, weil für mich ein Symbol ist. Das ist ein Haus, wo Kulturband dran gemacht wird, da ist ein Museum dran, an eine zeitgenössische Kunstgalerie. Und vor früher, was mir so direkt spielen, die Schmelz, die Stadt geprägt hat, die ist fort, die geht nicht mehr. Und Kultur hat am Anfang geholt, die Rille von der Schmelz überholt. Und als die, wenn ihr wollt, die neue Industrie von der Stadt, und das wird das Bild von der Stadt, in nächster Zukunft wird prägen. Aber da, wo früher am Anfang die Stahlindustrie war, da meint man, dass in Zukunft soll Diddling leben, ein bisschen in dem Zeichen vom Film, von der Fotografie, von den Medien, von der Kultur am größten Ganzen. Und meint, dass man ganz rich von Natur haben. Ein CNA, Kulturzentrum als ein, vielleicht auch Studio für den Film, in Zukunft als ein anderen, für eben eine neue Identität von Diddling loserlos abzubauen. Mit dem großen Defizit, die wir eigentlich schon hier wirklich ein liebliches Quartier entstehen zu lassen, wo die Leute sich wohlfühlen an den Dimensionen von Diddling. Das soll kein Metropol gehen, das soll auch keine Insel gehen am Kopf von Diddling selber. Mir aber besonders muss in einem Brückschlund zwischen den zwei ältesten Kartchen, eigentlich, die wir heute zu Diddling nach haben, die auf die Stahlindustrie an den Ufer nach zurückgehen, den Kartchen Italien und den Kartchen Schmelz. Ich schwätze die Unterschiede von Italienern. Man kriegt ja irgendwas komplexer, wenn ich keinen aus. Wie ist es dann mit den neuen Anwohnern? Also, sie sehen zwar noch immer den Kartchen Italien, aber in Wirklichkeit finden hier nicht mehr ganz viele Italiener. Und die Neuanwanderer, die sind auch reingezogen und die sind am Gang zu renovieren. Und die Leute haben ganz viel Courage, für hier neu anzufangen, wie früher die Italiener auch.
Und es wäre ja flott, wenn die Integration par rapport zu denen, die neu kommen, wenn die auch auf lange Sicht so gut funktionieren, wie das mit den Italienern funktioniert hat. Herr Siebenaler, für mich sieht es so aus, wie wenn der heute nicht mehr fortfällt. Ist das so? Ich bin vor 25 Jahren genau hingekommen. Das war im September 1986. Die, die mich kennen und mich nur kannten und damals wissen, dass das nicht immer ganz leicht war am Anfang. Ich habe das große Diddling gefahren. Für mich war das Provinz, weil das war die Stadt, wo ich abgewachsen bin, wo ich immer gerne war. Aber ich bis heute Fuß gefahren. Ich weiß, wie nächste Bärbeln da kommen. Und ich habe gemerkt, mir ist es schön. Und ja, lo bleibe ich hier. Also, ich habe gerade noch einmal gemischt gesagt, bei mir ist nicht mehr nach dem Herrgott, den eine Versetzung kann machen. So, nun haben wir schon Tafel gerufen. Hallo, testen wir erst, wie sie da von Diddling fortkommen und was tut ihr mal auf den Weg geholt? Das ist immer ganz aufregend, an der Tafel zu stehen. Mein Rot, wo mein Papa ging, hat für ihn war Diddling ganz wichtig. Er war Schulmeister hier. Sein Leben als zu Diddling, als er auf die Welt kam, hat er geschafft. Und so, da, wenn du ein Kind besteht, dann guckst du, dass du Einheit zu Diddling findest. Aber nicht, dann gehst du höchstens auf den Notbestürf. Wir sind auf den Notbestürf gegangen. Ich komme allzeit nach gerne auf Diddling zurück. Ich habe noch ganz viel Freundheit zu Diddling. Ich komme hier ankaufen. Und für mich bleibt noch immer aus den Hof, Diddlinger zu sehen.